Freunde, lasst uns diese Tür öffnen. Thank you.
Gut, Freunde, da wir jetzt die Fragezeichentür freigeschaltet haben, würde ich sagen, gucken wir einfach mal an, was dahinter ist. Und es ist die neue Hoffnung, Episode 4. Und es ist nur ein einziges Level, das heißt, wir machen erstmal die Story, würde ich sagen, und schauen mal, wie es läuft. Let's go! Episode 4, eine neue Hoffnung. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren Ersetzen... ersten Sieg gegen das böse galaktische Imperium errungen. Prinzessin Leia Organa hat die Pläne der neuen Waffe des Imperiums des Todessterns, doch ihr Schiff, das Darth Vader seinen Stormtrooper abgefangen hat, und gekapert. Keine Ahnung. Ich kann nicht so schnell lesen, Mensch. Was ist denn los hier? Ah, wir sind Darth Vader, wie cool. Das ist natürlich nice. Okay. Ich schätze mal, es läuft genauso wie bei den anderen Sachen ab. Wir müssen einfach die 100% wieder kriegen. Oh, da sind die Rebellen. Stirbt, stirbt, stirbt. Ah! Okay, hier ist Geld. Viel Geld. Aber es gibt keinen Balken offensichtlich. Und es gibt auch offensichtlich keine Minikits. Interessant. Hier ist noch mehr Geld. Geld regiert die Welt. Oh, was kann man hier machen? Noch mehr Geld holen. Okay, ich hole mir einfach mal ein bisschen Geld. Wenn ich schon mal da bin, ne? Ist ja nicht so schlecht. Bam.
Da drüben möchte ich auch gerne hin. Aber wir müssen wahrscheinlich erstmal hier alles öffnen. Okay, gut. Das ist jetzt das neue Level. Das eine Special Level, sagen wir es mal so. Kann ich das nicht kaputt machen? Ich will zerstören. Ah, geht doch. Hier auch nochmal. Zerstören. Sehr gut. Ich mache so viel, wie ich tun kann. Ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwas bringt. Zerstören! Hallo? Hallo, dankeschön. Ich wollte mich schon beschweren hier. Mann, Mann, Mann. Okay, weiter geht's. Dann brauchen wir einen Droiden. Oh! Wow. Ich glaube, ich habe dieses Level noch nie gespielt vorher. Weil ich nie so weit gekommen bin. Ich wusste gar nicht, dass sie das überhaupt eingebaut haben. Aber finde ich ziemlich cool. Bam! Explosion! Alter, man kriegt hier so viel Geld. Das ist ja herrlich schon fast. Das ist ja schon fast herrlich. So, du kannst mir mal helfen. Schieß das mal da oben ab. Dankeschön. Farmorama ist das hier. Boah, das ist aber echt entspannt, wenn man nicht sammeln muss, ne? Man kann den ganzen Spann rumlaufen, ein bisschen was kaputt machen, ein bisschen was sammeln. Ist ja herrlich. Das kennt man ja gar nicht von diesem Spiel. Das kenne ich ja so gar nicht. Was haben wir hier? Okay, hier können wir bauen. Okay, wow. Hier können wir bauen. Ich leg mal die Dreier auf die Dreier. Da haben wir noch grüne. Wow. Das ist natürlich interessant. Okay. Dann haben wir hier noch so einen roten Dreier. Der rote Dreier, jetzt im Kino. Okay. Okay. Ich würde gerne den hier. Ah gut, der geht auch. Es gibt hier viel zu viele Sachen, die man anmachen kann. Der jetzt da oben drauf. Und dann der hier. Das sieht einigermaßen logisch für mich aus. Na, Alter. Nimmst du jetzt mal den hier? Ich kann ja auch nicht durchswitchen oder so, das ist das Problem. Ah, nochmal so ein Ding. Keine Ahnung, was das hier machen soll, ehrlich gesagt. Nee, den will ich gar nicht. Ich wollte den gelben hier. So. Dann haben wir noch ein paar kleine gelbe. Warum auch immer man die so übereinander stapeln sollte. Okay. Ja. Oh, ich glaube, man muss das Lego-Zeichen bauen, oder? Das sieht mir gerade ganz danach aus. Das heißt, hier brauchen wir dann den. Dann diesen kleinen. Das ist ja cool. Also wenn das wirklich jetzt die Lösung ist, dann finde ich das ziemlich cool. So. Und dann den großen. Lee. Dann brauchen wir hier noch ein G. Das heißt, den nehmen wir mal wieder weg. Und den hier hin. Dann wahrscheinlich nochmal so ein. Oder? Ah nee, der muss vorher kommen. Na. Pack den nochmal weg. Na, 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 na. Wobei, nee, an sich war das schon richtig. Das war schon richtig eigentlich. Genau. Dann der. Ich bin hier gerade echt am Hardtry, was das angeht. Sieht ein bisschen komisch aus, das G dann, aber okay. Leck. Und hier noch das O. Okay, da müssen wir einiges ändern. Da müssen wir aber einiges ändern, meine Freunde. Wow. So, dann halt nochmal ein schönes O hier hinpacken. Ein ziemlich großes O, by the way. Mal den hier hin. Und den. Und wir haben's. Okay, das G ist wahrscheinlich falsch. Oh! Wow!
Es war richtig. Ich denke, ich kann davon ausgehen, dass das richtig war. Ich krieg sie aber nicht alle. Verdammt. Wie unfair. Wie soll man die denn alle so schnell einsammeln? Ja gut, aber wir haben es geschafft. Ich kriege hier noch mehr Geld. Fabulous. Sehr schön. Solche Gimmicks finde ich ganz cool. So eine Art Easter Egg, wenn man so möchte. Alles kaputt machen. Wir haben schon 45.000 einfach. Richtige Geldquelle hier. So. Oh, hier ist noch was. Kannst du es kaputt machen? Nee. Kannst du es noch nicht mit der Macht ändern, ne? Nee. Aber das hier kannst du nochmal eben kaputt machen, genau. Alrighty, Dan. Gehen wir hier rüber. Sachen. Wie, die sehen einfach so fröhlich aus. So, ja, hallo. Richtig fröhliche Kollegen, die einfach mal in den Tod laufen. So. Alles kaputt machen hier. Ja. Destruktion. Hallo? Man kann ja echt alles kaputt machen in diesem Schiff, ne? Das ist noch nicht auseinandergefallen, das ist ja ein Wunder. Ein Wunder der Technik. Hier drüben ist nichts mehr, ne. Wir haben schon alles kaputt gemacht hier. Alles kaputt. Tutto completo. So, was haben wir hier? Ah, der C3PO. Oder whatever he is. Vielleicht ist er auch einfach nur einer, der so aussieht wie er. So sieht das mir wahrscheinlich danach aus. Ah, guck mal, die kann man kaputt machen. Interessant. Interesting. So, erstmal das Zerstören hier. Alles kaputt machen. Das ist ja wirklich in diesem Level die... Offensichtlich die... Das, was man hier tun muss. Muss er das hier in der Reihenfolge machen oder einfach nur schnell? Warte, manche sind, glaube ich, länger aktiv als andere, ne? Der hier zum Beispiel ist mega lange aktiv. Der oben links überhaupt nicht. Dann machen wir es mal so. Aha! Perfekt. So gut. Ja, sonst haben wir auch alles. Sehr gut. Dann kommt mal alle mit. Kommt mal mit ins Abenteuerland. Wir haben schon fast 100.000. Also, wenn es jetzt weiter so geht, dann haben wir bald 100.000. Wow. Okay, wow. Komm mal her. Nein, das ist wirklich C3PO. Tatsächlich. Das sind wieder fröhliche Kollegen. Hallo. Alter, hast du mich gerade... Oh, der hat mich getroffen, der Arsch. Okay. Wieder alles öffnen und irgendwie plündern, zerstören, was auch immer. Hauptsache kaputt. Okay. Alright, okay. Alright, okay. Man ist echt krass, wie viele Sachen man hier rausholen kann, ne? Das ist schon. Wow. Aber man kann es nicht zerstören, leider. Nur Destruction hier. Okay. C3PO, komm mal mit. Come on over. Stop. Oh, Tag. Was macht ihr denn hier? Hä? So, und jetzt? Okay, genau das gleiche Spiel wie eben. Ein sehr linear aufgebautes Schiff. Ich werde jetzt ja auch nicht mehr alles kaputt machen. Ich brauche das ja gar nicht. Finde ich nur cool, dass man es kann. Okay. C3, come on over. C3PO. Oh. Das war's? Fortsetzung folgt. Anakin Skywalker als Darth Vader. Stormtrooper als Stormtrooper. Lego-Steine, wow. Story fortsetzen, los geht's. Ja gut, dann nehme ich das einfach mal die Credits hier mit rein. Ich hoffe, es ist nicht allzu lang, denn ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Denn
Das Spiel ist ein richtig cooles Ding. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der noch nicht so ein Lego-Spiel gespielt hat. Das hier ist ein super Einsteiger dafür. Es ist nur halt hin und wieder richtig verbuggt. Und das, sage ich mal so, zerstört den Spielspaß extrem. Ich habe auch schon alle Patches und so installiert. Wurde offensichtlich nicht behoben oder es ist durch die Patches reingekommen, wie auch immer. Ich habe es gar nicht mal so buggy in Erinnerung, muss ich sagen. Wahrscheinlich habe ich es früher einfach immer zu zweit gespielt und da ist es gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall ein Spiel, was sehr, sehr viel Spaß macht, was sehr viel Humor hat. Was ich vor allem sehr hier dran liebe, ist, dass es keine, ja, keine Synchronrollen dafür gab. Finde ich einfach, ich weiß nicht, das gehört für mich irgendwie bei einem Lego-Spiel dazu. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es bei neuen Lego-Spielen jetzt mit drin ist. Aber who cares, man kann hier nichts dran ändern. Ist nur meine Meinung dazu eben. So, nächstes Projekt ist natürlich klar, habe ich schon mal angesprochen, ist Spore. Werde ich aber natürlich immer noch nicht sagen, was ich da überhaupt machen werde. Würde aber ziemlich cool. Währenddessen ist ja auch gerade Oblivion gestartet. Das heißt, wir haben wieder ordentlich was zu tun. Sind beides sehr lange Projekte. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich Spore durchziehen werde. Wahrscheinlich, na, es hat ja so gesehen schon ein Ende, aber man kann es ja unendlich lang spielen, wenn man so möchte. Das wird sehr cool, sehr cool. Ich werde sicherlich auch irgendwann nochmal den zweiten Teil von Lego Star Wars hinterherhängen. Aber jetzt noch nicht. Also ich habe jetzt einfach nicht so großes Interesse daran. Liegt vielleicht daran, dass ich vor allem in diesem Part ja extrem viel nachholen musste, um die 100% zu erreichen. Na gut, kann man nicht viel machen, ne? Auf jeden Fall, ein super Spiel, kann ich nur wirklich empfehlen, das nachzuspielen, wenn man das noch nicht hat. Das kann man bestimmt für so 3-4 Euro irgendwie bei eBay kaufen oder so. Das ist ja wahrscheinlich überhaupt nichts mehr wert, leider. Zumal es ja sowieso schon die Complete Saga gibt und die hat ja sowieso beide Spiele ineinander. So, ja, Episode 4 haben wir jetzt auch gemeistert, das steht hier zwar nicht, aber das haben wir. Und dann würde ich nochmal gerne gucken. Wir haben noch nicht ganz die 100%, denn es gab noch zwei Charaktere, die wir freischalten müssen. Wahrscheinlich können wir uns die kaufen. Da, ja. Rebellensoldat und Prinzessin Leia. Wow. Okay, jetzt haben wir wirklich alles 100%. Ich kann natürlich jetzt noch sowas kaufen wie Bärte oder Violett oder Silhouetten. Und Musikbarkeit kann ich mir nicht kaufen, aber ich kann hier mal zum Beispiel zeigen, Teetassen, ne? Ist es schon aktiv? Ne, ist noch nicht aktiv. Teetassen an. Dann haben wir eben alle als Waffen Teetassen. Das gleiche ist ein bisschen dämlich, aber gut. Schnurrbärte würde ich noch gerne anmachen. Unbesiegbarkeit erklärt sich wohl von selbst. Silhouetten ist auch ganz witzig. Mal kurz schauen. Silhouetten. Das sind halt alle so in schwarz. Also praktisch die Texturen ausgetauscht. Mache ich aber mal aus, sieht nicht so schnieke aus. So, Unbesiegbarkeit muss ich ja nicht zeigen. Das ist, kann ich auch gar nicht zeigen. Ich habe gar nicht so gut Geld dafür. Violett. Ich mache erstmal Bärte. Da weiß ich, was das ist. Das ist ziemlich witzig. So. Bärte an. Da haben halt alle Bärte. Ist ziemlich cool. Das lasse ich mal an. Und was gibt's noch? Ah ja, Violett. Weiß ich gar nicht mehr genau, was es war, muss ich sagen. Sind dann alle Violett einfach? Wahrscheinlich, ne? Ne, alle haben violettes Lichtschwert, glaube ich. Ja gut, da muss ich doch kurz die Teetassen ausmachen. Ja, alle haben violette Lichtschwerter. Ist auch ziemlich schnieke. So, kann ich noch irgendwas kaufen? Minikit-Detektor, Teetassen habe ich. Besen haben alle Besen als Waffen. Große Blaster haben alle große Blaster als Waffen. Doofe Blaster gab es auch, ne? Für 100.000 habe ich jetzt gerade nicht. Könnte ich natürlich noch alles kaufen, aber das, weiß ich, das zieht es ja nur ein bisschen in die Länge. Wir können uns aber nochmal sehr gerne unsere ganzen aus den Minikits erstellten Sachen angucken. Hier draußen gibt es sowieso immer Beef, weil irgendwelche Kopfgeldjäger oder sowas hier rumlaufen. So, das kennen wir zwar alles schon, aber ich denke mal so als Abschluss für die 100% ist es nicht schlecht. Der Sith-Infiltrator aus Darth Maul. Der Naboo-Raumjäger aus der Eroberung des Palastes. Der Sebulba-Spot aus dem Podrennen aus Mos Espa. Wenn er dann zu lange dran steht, dann geht er da ran. Königlicher Sternkreuzer aus Flucht von Naboo. Ja. Gungan Bongo aus Invasion von Naboo. Republikanischer Kreuzer aus der Verhandlung. Alles sehr cool. Sehr, sehr cool vor allem. Und hier das Herzstück. One and only. Bekommt man nur den Rebellen-Blockade-Runner. Bekommt man nur, wenn man alle alle Anzeichen, was heißt alle Stat-Anzeigen auf 100% hat.
Haben wir natürlich auch. Ist ja auch, gehört ja dazu zu 100%. Offensichtlich, offenkundig. Hat mir übrigens sehr viel Spaß gemacht auf diese Zero Death Challenge, Zero Death Run. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Der hier, die Raumjäger aus der Entdeckung für Minium. Ich glaube, ich muss das nicht vorlesen. Kann man sich ja ein bisschen angucken. Ich fand, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, alles. Es war natürlich hin und wieder schwer, vor allem finde ich, das Kampfsystem habe ich bisher immer noch nicht so ganz gerafft, dass es so einfach ist. Aber ich muss schon sagen, sehr, sehr cooles Spiel, macht sehr viel Spaß. Und wie gesagt, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, der es noch nicht gespielt hat. Und ich würde sagen, mit, ja, diesem... Ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendwas zu zeigen habe, aber ich meine, wir haben alles gezeigt, was es hier zu zeigen gilt, und ich würde sagen, eine neue Hoffnung für uns, eine neue Hoffnung für diesen Kanal, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Projekt, wenn es wieder heißt, was heißt es eigentlich, keine Ahnung, eine neue Challenge, ein neuer Versuch, ein neues Spiel, bis dahin, bye bye.